In diesem Video sprechen wir über Paddelboote bei Loot Lake, also über ein neues Verkehrsmittel. Wie immer könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr hier auf meinem Kanal. Und falls ihr bei der Verlosung mitmachen wollt, dann schaut euch nochmal das gestrige Video an. Da habe ich alles dazu gesagt, also wo ich euch die 15 kostenlose Skins und Items vorgestellt habe. Das auf jeden Fall erstmal am Rande. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord, und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich nach dem Intro. Genau, heute wollen wir einfach mal über die Paddelboote sprechen oder über die Tretboote, wie auch immer. Und zwar gab es da jetzt einen Reddit-User namens Sierra Loth oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Schwieriger Name, ist auch, glaube ich, ein Amerikaner wieder am Start gewesen, der das entwickelt hat oder der sich dieses Konzept ausgedacht hat. Denn es ist ein Konzept, Freunde, es ist jetzt kein Leak oder so, aber sowas wäre halt eben sehr interessant, wenn so etwas, also wenn Paddelboote in Fortnite jetzt in Zukunft dazukommen würden. Das würde ich auf jeden Fall sehr feiern, denn das würde einfach nochmal etwas Neues ins Spiel bringen. Etwas, was wir halt eben noch nicht haben. Wir haben ja zurzeit auch die Einkaufswagen, die sind in der letzten Woche rausgekommen. Das wäre so jetzt das erste Verkehrsmittel, was es in Fortnite gibt. Und da würde ein Paddelboot dem Spiel nochmal richtig gut tun, denn es ist ja ein Verkehrsmittel, was dann auf dem Wasser ist. Also wir haben ja noch kein Verkehrsmittel, was auf dem Fluss oder im See jetzt bei Loot Lake ist. Also wir haben wirklich nur ein Verkehrsmittel auf dem Boden. Sowas würde auf jeden Fall auch sehr gut ankommen, weil wir ja wissen, wenn wir in Loot Lake sind, dann haben wir zig Nachteile, vor allem wenn die Zone dann ist und wir müssen einmal über Loot Lake rennen. Ja, wir haben jetzt nicht die Zeit außen rum zu gehen, sondern wir müssen durch Loot Lake gehen und wir wissen ganz genau, da vorne sind noch Gegner, die können uns easy snipen im Wasser, können uns easy abschießen. Dann wäre so ein Tretboot wirklich geiler, weil man natürlich dadurch dann schneller über das Wasser kommen würde. Ebenso leiden natürlich die Ressourcen darunter und das ist so das große Problem, wenn die Zone zum Beispiel kommt, du hast keine Zeit mehr außen rum zu gehen, das ist wirklich extrem schlimm. Baust dich über das Wasser und am Ende von Loot Lake fällt dir auf, okay, ja, ich habe jetzt kein Holz mehr, ich habe keinen Stein mehr. Und dann heißt es für mich natürlich erstmal, dass ich ein paar Bäume fällen muss auf die Schnelle. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn dann gerade vor mir auch noch Gegner sind. Das ist ja häufig dann so. Also mir ist es schon so häufig vorgekommen, ich kann das gar nicht mehr zählen. Und das ist für jeden Spieler, glaube ich, in Fortnite etwas, was am schlimmsten ist, wenn man keine Ressourcen mehr hat. Wenn man ein Battle verliert, weil man keine Ressourcen mehr hat. Ich denke mal, jedem ist das sicherlich schon mal passiert. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Nur das ist halt eben etwas, was dann sehr aufregt, wenn man nur einen Kampf verliert, weil man einfach keine Ressourcen mehr hatte. Durch die Paddelboote würde das natürlich dann erstmal verhindert werden und ich glaube, das wäre auch gar nicht schlecht, weil dann einfach der Spielfluss, also das hauptsächliche Spielgeschehen dann wieder im Mittelpunkt stehen würde. Damit meine ich, dass man einen Kampf nicht mehr verliert aufgrund mangelnder Ressourcen oder weil du zum Beispiel im Wasser bist, dich nicht ganz so schnell fortbewegen kannst und halt dann eben ein leichtes Ziel für Gegner bist. Da würden dann auf jeden Fall eine Menge Nachteile bei Loot Lake verschwinden. Ich hatte ja auch schon mal ein Konzept vorgestellt, wo es dann mehr Inseln gab in Loot Lake und da hatte ich ja auch schon zig Nachteile dann aufgelistet, was ja das Ganze dann bewirken würde und das war wirklich, oder das war ein cooles Konzept. Schade, dass sie es natürlich bis heute noch nicht umgesetzt haben. Also wie ich auch eben schon gesagt habe, ging es in diesem Konzept dann einfach nur darum, dass man mehr Inseln hinzugefügt hat in Loot Lake, dass es natürlich dadurch automatisch weniger Wasser gab, aber da gab es natürlich dann auch extrem viele Vorteile wieder, weil man dann nicht das Problem hat, dass man im Wasser ist, dass man leicht abgeschossen werden kann, sondern dass man dann eben ganz schnell auf die nächstliegende Insel gehen konnte und sowas fand ich halt bei dem Konzept ganz cool. Ihr könnt euch das gerne auch nochmal anschauen, werde ich unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken für euch. Und diese Paddelboote würden dann halt eben genau sowas aus dem Weg räumen, also da müsste man dann nicht eben mal Loot Lake irgendwie verändern und mehrere Inseln hinzufügen, nein, man kann auch einfach ein Verkehrsmittel hinzufügen, wie die Paddelboote. Und dieser Spielfluss, der würde dann endlich wieder stattfinden, auch bei Loot Lake dann tatsächlich. Überall anders klappt das ja mittlerweile, aber bei Loot Lake ist noch so das Problem, wenn du da durchgehst, dann wirst du ganz langsam und lame abgeschossen und das macht für jeden Spieler wirklich keinen Sinn, das macht keinen Spaß und sowas wäre ganz cool, wenn man dann dieses Problem beheben würde.
Und wenn dann wieder einfach ein ganz normales Baubattle zum Beispiel stattfinden würde, wenn man einfach wieder ganz normal kämpfen könnte, ja, dass man einfach nicht so lame abgeschossen wird. Und sowas würde ich dann halt eben extrem feiern, wenn es dann diese Paddelboote gibt. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das Thema. Jetzt aber zur entscheidenden Frage, was meint ihr? Macht das Sinn? Kommt sowas vielleicht in Zukunft wirklich dazu? Oder ist das sinnlos? Ist das total dumm? Oder gibt es vielleicht andere Verkehrsmittel, die dann in Zukunft dazukommen könnten? Schreibt mir mal gerne eure Meinungen in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den letzten zwei Kommentaren. Der erste Kommentar, der kommt auf jeden Fall von SkellyTV. Er oder sie schreibt Hashtag Glocke aktiv, bist der beste, cooles Video. Danke dir auf jeden Fall. Und der zweite Kommentar, der kommt von LuluBoy. Er schreibt geilstes Video, liebe deine Videos. Hashtag NoHomo, Hashtag bester YouTuber und Hashtag korrekt erster. Alles klar, okay, vielen Dank auf jeden Fall auch für deinen Kommentar. Und generell für die ganzen Rückmeldungen im letzten Video hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß wieder gemacht, gestern auch das Video mit Marius dann für euch aufzunehmen. Ich habe generell gestern zwei Videos hochgeladen, war ganz viel Arbeit, aber ich hoffe, es hat den ein oder anderen von euch gefreut. Und ansonsten wäre ich dann jetzt hier am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wie gesagt, Support ist kein Mord und dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao!